Berliner Jazzszene gestern Abend. Zu Gast im vollgestopften Quartier Latin an der Potsdamer Straße, ein Knüller besonderer Art. Die Top-, Pop- und Rockgruppe aus ostdeutschen Landen, die Pudis. Mit einem flockigen Deutschrock aller DDR, gewissermaßen locker vom Hocker. In der DDR kennt sie selbstredend jedes Kind. Dort wurden mehr als 700.000 Schallplatten verkauft. Regelmäßige Sendungen in Funk und Fernsehen gehören zum täglichen Brot der beliebtesten Pop-Rock-Gruppe aus Ost-Berlin. Darf ich mal fragen, wie die Rockszene in der DDR überhaupt ist? Wie kommt man an die Spitze? Möchtest du? Tja, man muss arbeiten. Wir haben also erst eine Schule besucht, Spezialschule für Tanzmusik in Friedrichshain bei Herrn Peugert. Und haben dort unseren Berufsausweis praktisch gemacht. Und nun haben wir schon seit einigen Jahren eigene Titel produziert, komponiert und produziert. Und haben uns also tapfer seit einigen Jahren an der Spitze gehalten. Und dann haben wir das Glück gehabt, in den Geschmack der Leute zu treffen. Das ist eigentlich ein bisschen Glück gewesen von uns. Und ist der Geschmack der Leute hier anders? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Geschmack der jungen Leute ist überall gleich.